Hallo meine lieben Freunde und wir sind zurück bei Star Wars Knights of the Old Republic 2. Wir sind gerade auf dem Weg weg von Izzets Raumhafen und haben die Kantina verlassen. Ich kann schon gar nicht mehr richtig sprechen. Und werden natürlich jetzt von den Wachen angegriffen, um unsere Tarnung aufrechtzuerhalten, weil niemand weiß, dass wir halt Verbündete mit denen eigentlich sind. Und ja, wir sollen uns jetzt hier ein bisschen den Weg freikämpfen zum Hafen, nehme ich mal an. Dann machen wir das doch mal. Eine Schwäche wird offenbar. Let's go. Bam, bam, bam. Sehr schön. Na los, komm schon. Einen haben wir. Oh, hätten sie noch mehr. Schön von weitem. Oh. Ganz schön Schaden, muss ich ernsthaft zugeben. Mal so. Eine Schwäche wird offenbar. So. Dann greife ich mich schneller an, wenn ich dieses Tempo drin habe. Boah, wir müssen mir viel leben. Komm, hau drauf. Nochmal. Sehr schön. Und wir geben uns mal einen Levelaufstieg. So, Verletzte heilen. Für uns selber ist das natürlich sehr gut. Überreden mache ich natürlich wieder hoch. Okay, Talente. Was haben wir hier nochmal? Nee. Ich mache das hier. So. Kräfte. Oh. Halt werden. Halt bei allen Mitgliedern deiner Gruppe im Radius von... Was? Was ist das? Heile bei allen... Heile. Ah, die meinen mit Heile, meinen die sowas wie Eile halt. Heilen. Wir können im Radius von 15 Metern 5 Gesundheitspunkte... Ah, nee. Gesundheitspunkte. Ah, ich sollte vielleicht mal da drauf drücken. Dank dieser Macht kann sich dein Jägi 36 Sekunden lang mit doppelter Geschwindigkeit bewegen. Gleichzeitig steigert sein Verteidigungswert um 4 Punkte und er hat 2 zusätzliche Angriff pro Runde. Oh. Boah, das finde ich... das finde ich richtig gut. Weil dann kämpft er richtig schnell. Visa ist verletzt, meine Lieben. Die wird sich schon gleich wieder hochheilen. Tun wir noch schnell plündern, Leute. Will ja nichts liegen lassen. So. Dagan Gant hat Wort gehalten und ein Treffen in der östlichen Kantine mit Meister Kavar arrangiert. Leider stürmen plötzlich Colonel Tobin und seine Truppen in die Kantine. Tobin bot dir ein Abkommen mit General Vaklu an. Du solltest ihm helfen, seine Verbündeten loszuwerden. Er versichert dir, dass deine Hilfe großzügig belohnt wird. Du hast beschlossen, General Vaklu zu helfen, anstatt Königin Talia beizustehen. Colonel Tobin will dich wieder kontaktieren. Vorher... Also ich soll gegen seine Soldaten kämpfen, damit das nicht auffliegt, dass wir zusammenarbeiten. Das wissen wir ja schon. Und ich soll wahrscheinlich jetzt langsam hier abhauen. Langsam aber sicher. Und ich sollte langsam aber sicher auch mal hier ein bisschen hochheilen. Weil die arme Visa, die verreckt uns ja gleich. Gehört euch. Ja. Was ist das hier eigentlich? Ah, sehr schön. Haben wir das auch. Boah. Das müsste ich ja eigentlich relativ. Boah, der kämpft richtig schnell jetzt. Mega übel mit diesem Geschwindigkeitsschub. Das ist cool. Das habe ich vorher nicht gewusst, als ich das vorher gespielt habe. Wenn man diesen Geschwindigkeitsschub einsetzt, dass der jetzt auch dreimal so schnell angreift. Finde ich super. Was ist auf dem westlichen Platz los? Klang das nicht nach einem Kampf? Das Oberkommando hat absolute Funkstille angeordnet. Wisst ihr, was los ist? Warum schießt ihr nicht auf mich, wie all die anderen Soldaten? Was? Warum? Das macht keinen Sinn. Es wurde kein Alarm ausgelöst. Seid ihr sicher, dass es nicht die Bestienreiter waren? Sie sind neuerdings ziemlich aufsässig. Es ist helllichter Tag und sie trugen Uniform. Ihr müsst euch irren. Soldaten greifen Zivilisten nicht ohne Befehl an. Gäbe es keine Funkstille, würde ich mich bei meinen Vorgesetzten erkundigen. Auf dem Marktplatz seid ihr in Sicherheit, Bürger. Wir schicken eine Patrouille, sobald wir das Hauptquartier erreichen. Okay, danke. Zeig mal her.
Du bist an der Rampe und die Soldaten haben dich nicht angegriffen. Ein Soldat sagt, dass absolut Funkstille angeordnet wurde. Es wäre das Beste, wenn du zum Shuttle zurückkehrst und Ize so schnell wie möglich verlässt. So. Erstmal rede ich aber noch mit unserer kleinen Freundin. Ist die überhaupt da? Nee. Schade. Ah, hier ist allgemein fast gar nichts mehr los. Ihr wisst, was ihr tun müsst. Los, schnappt ihn euch. Wir werden angegriffen. Ja. Für den Autoplan. Ihr habt keine Chance. Wer mich beleidigt, stirbt. Auf in den Kampf. Gar keine Chance, Leute. Ja, der hat noch Überreste für uns. Gar keine Chance. Komm, wir werden sicher noch mehr angegriffen. Oh, zeig mal her. Was hast du? Das Diagnosegerät spielt verrückt. Ziel erfasst? Was zur Hölle soll das denn heißen? Da sind wir, meine Lieben. Da sind wir. Oh, okay. Let's go. Ja, greif an. Bam. Ach, es zockt zu wenig. Greif die lieber gerade schnell direkt an. So. Schnell mit Machtplätzen wieder oben kaputt hauen. Eins haben wir. Oh, der Mandalor braucht ja ewig. So. Wie kann ich dienen? Ach, die ist schon wieder fast am Verrecken. Die hat einfach zu wenig Leben. Ihr Visa wurde gescannt. Sie dürfen jetzt gehen. Ich würde sofort abreisen. In diesem Viertel geht alles drunter und drüber. Ja, ich glaube, ich hau auch ab. Ich hau hier ab. Ich habe meine Aufgabe erfüllt. Das Shuttle ist gleich da vorne. Wir sollten hier möglichst schnell verschwinden. Es wird noch eine Weile dauern, bis man uns hier vergessen hat. Wir kommen erst wieder nach Iziz, wenn sich die Lage geändert hat. Wirklich geändert. Nun denn, was gibt's im Tagebuch zu lesen? Dagen Gent hat Wort gehalten. Ah, nee, das haben wir ja schon. Ah, das ist wahrscheinlich nur... Ah, was war das? Ah, hier. Mhm. Du hast das Shuttle erreicht und kannst Iziz verlassen. Du wirst sobald nicht zurückkommen. Also dann nichts wie weg hier. Mit dem wollte ich noch ein Wort reden. Guten Wind, Außenweltler. Ihr seid nicht zufällig ein Händler von Telos. Warum fragt ihr? Dann stehen die Winde noch immer ungünstig. Unsere Tiere müssen in ihren Käfigen bleiben. Eure Tiere scheinen unruhig zu sein. Sie sind schon lange Zeit in ihren Käfigen. Aber manchmal denke ich, dass sie etwas anderes beeinflusst und ängstigt. Vielleicht ist es die Stadt. Iziz erlebt dunkle Zeiten und in den Straßen herrscht Unruhe. Warum habt ihr so viele Tiere in Käfigen? Diese Bestien hier sind eine Lieferung für Telos. Aber die republikanischen Schiffe, die sie transportieren, müssen erst gründlich durchsucht werden. Deshalb ist die Stadt voller Bestien, die auf ihre Schiffe warten. Wir treiben keine Bestien mehr zusammen, aber sie bevölkern noch immer die Stadt. Den Drechsel und ihren Reitern brachten die Itorianer Wohlstand. Unsere Siedlungen wuchsen, aber nun... Ich gehe dann jetzt. Interessiert mich nicht so. Ich dachte, er hat vielleicht was cooler. Ruhig, ruhig. Was? Oha. Er ist entkommen. Lauft! Der Boma ist außer Kontrolle. Der haut einfach ab. Naja, egal. Kein Problem für mich, kein Problem. Ah, nochmal weg. Ihr habt keine Chance. Let's go. Sehr schön. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe Geschichten gehört, aber ich hielt sie für Ammenmärchen oder Lügengeschichten. Seit meinem ersten Drechsel habe ich nicht mehr die Kontrolle über eine Bestie verloren. Hier, nehmt die Credits, weil ich euch in Gefahr gebracht habe. Na, da sage ich nicht nein. Denkt ihr, einige Credits machen es besser? Es tut mir leid, falls euch mein Angebot gekränkt haben soll. Hatte es. Hier ist mehr. Verzeiht mir. Ich will noch mehr. Ach man, 1000 Credits. Ja gut.
Scheiß drauf. Also verlassen wir jetzt langsam mal hier dieses Kaff. Zurück. Wahrscheinlich nach Duxun, denke ich mal. Nach Duxun zurückkehren. Interesse an euch zu haben. Ihr könntet einen weiteren Blaster brauchen. Ich wollte Duxun ohnehin verlassen, um die anderen mandalorianischen Clans zu suchen. Wie selbstlos, das hätte ich euch nicht zugetraut. Ich mir auch nicht. Aber es ist in meinem eigenen Interesse. Die Sith sind nicht dafür bekannt, dass sie ihre Macht teilen. Wenn der Jedi-Orden endgültig zerstört ist, werden die Sith unweigerlich die Republik beherrschen. Und dann wird mein Volk ausgelöscht oder versklavt. Ich betrachte es als Notwendigkeit, euch zu helfen. Während des Krieges halfen die Mandalorianer Exakun. Wir wissen aus erster Hand, wie es uns in ihren Diensten ergehen würde. Aber das reicht für den Moment. Wir können später weiterreden. Die Ebon Hawk ist startklar. Wenn du bereit bist, bitte diesen Führer hier, dass er uns zum Schiff zurückbringt. Super. Das heißt, wir können weg von Duxun. Darauf habe ich gewartet, meine Lieben. Ich überlege, ob wir noch irgendwas hier machen sollten. Ja. Na gut. Ja, nee. Gehen wir zurück zum Schiff. Wir können ja mit dem einen Mandalorianer hier sprechen und ich glaube, der bringt uns gerade zum Schiff runter. Oh. Oha. Das ist nicht gut. Ja, wir haben trotzdem keine Chance gegen mich. Ja, keine Chance. Los, Wiese, mach Plätze. Oh, ein gelbes Lichtschildkristall. Sehr schön. Hat der sonst noch was? Ja. Credits. Mandalore wird die zerschlagenen Clans vereinen. Wir werden triumphieren. Ist noch mehr vielleicht, wenn ich hier hintergehe? Nee. Nun denn. Ich glaube, wer war das gewesen? Der hier. Seid ihr bereit, zu eurem Schiff zurückzukehren? Sagt einfach Bescheid. Ich bringe euch hin. Gehen wir. Ja. Dann folgt mir. Da müssen wir nicht alles runterlaufen. Geht viel schneller. Sehr schön. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück auf die Ebon Hawk. Oh. So kämpfen Fleisch und Blut. Lasst mich euch zeigen, wie jemand kämpft, dessen Leben die Macht ist. Ich werde nicht zulassen, dass ihr ihm Leid zufügt. Ich habe von euch gehört, ihr verehrt die Stärke, obwohl sie euch innerlich verfaulen lässt. Ihr seid nur das Echo der Worte eines anderen. Und das Echo ist schwach. Wer hat euch von den Sith erzählt? Ich gebe meine Meisterin nicht preis. Und ich lasse nicht zu, dass ihr meinem Begleiter Leid zufügt. Ich kann ihm nichts tun. Seine Wunde liegt tiefer, als jede Klinge vorstoßen könnte. Deshalb folge ich ihm, um ihn zu beschützen. Ihn beschützen? Ich glaube euch nicht. Ihr glaubt nicht, dass ich ihm bis in den Tod folgen würde? Sicher habt ihr es doch an meinen Bewegungen erkannt. Und an den euren. Eure Gefühle sind keine Schande, Schwester der Echani. Schweigt! Ihr wisst nicht, wovon ihr redet. Ihr seid auf eure Weise allein und verwundet. Ich spüre ihren Puls wie einen Herzschlag aus der Vergangenheit. Aber wenn ihr nicht glaubt, dass ich ihm nichts Böses will, dann glaubt das. Ich will von ihm lernen. Ich möchte wissen, wie es sein kann, dass man lebt, obwohl der Geist nur eine leere Hülle ist. Obwohl man sich fühlt, als wäre man verlassen von der Macht. Und vom Leben selbst.
Ich möchte euch etwas fragen, Schwester der Echani. Der Verbannte, wie sieht er aus? Wie ein Mann. Aber es ist mehr als das. Mehr als ich mit Worten beschreiben kann. Er ist selbstsüchtig und gibt gelegentlich seinen Leidenschaften nach. Meine Meisterin hatte recht, was ihn betrifft. Die Galaxis hat sein Herz vergiftet. Und doch hoffe ich, dass er erlöst werden kann. Eine schwache Hoffnung. Und ich kann nichts tun, als ihm zu folgen. Dieses Gefühl, das ihm entströmt wie ein Klang aus großer Ferne, der weit gereist ist, um hierher zu kommen. Wie ein Echo. Ihr wählt eure Worte gut, Schwester der Echani. Ich werde ihm nicht schaden. Ihr solltet nicht mich fürchten. Es gibt dunklere Dinge in der Galaxis als eine Blinde wie mich. Was bedrückt euch, Dienerin Atris? Lasst mich allein. Ich sah, was ihr gesehen habt. Die langsame Verführung der Sith. Vielleicht haben wir mehr gemein, als ihr denkt. Ich fürchte die Gefühle des Verbannten für die Miraluka trüben sein Urteilsvermögen und werden ihn vernichten. Es gibt noch Hoffnung. Das glaube ich nicht. Und ihr auch nicht. Ihr habt seine Haltung gesehen, seine Bewegungen. Er imitiert sie, nicht euch. Aber versteht mich nicht falsch. Wir sitzen im selben Boot. Wenn wir zusammenhalten, können wir vielleicht eine Tragödie verhindern. Ich glaube euch nicht und ich traue euch nicht. Was ihr glaubt, interessiert niemanden. Nur was der Verbannte glaubt, zählt. Okidoki, wir haben wieder einiges erfahren. Wir können doch nochmal schnell schauen, ob wir unser Laserschwert ein bisschen verbessern können. Oh, jawohl. Oh, wir haben diesen Oxioni-Kristall, den bauen wir in unser Laserschwert, dann macht das 5 mehr Schaden. Was ist das? Ein Sender. Okay. Können wir diesen Sender auch selber herstellen? Gucken wir doch mal nach. Erstellen, Lichtschwert. Sender, Linse. Nee, leider nicht. Okay, ist nicht so schlimm. Ist überhaupt nicht so schlimm. Ich wollte nur schnell gucken. Oh, da haben wir doch was. Ah, das geht nicht. Und hier? Auch nicht. Och Mann. Abbrechen. Unterlage. Überzug. Können wir das auch herstellen? Nahkampf. Rüstung. Unterlage und Überzug. Da. Schaden Sie mir gegen Kälte. Ja, finde ich jetzt nicht so cool. Regeneration. Wow. Verletzte heilen. 21. Ah, das brauchen wir Stärke. Hier haben wir doch mal plus Stärke. Das ist jetzt eine... Ist das jetzt ein Unter... Haben nicht mehr gedrungen. Oh, Komponente, glaube ich, gehabt für das. Na gut, okay. Wir rüsten nochmal schnell unser Oberteil aus. Müsste jetzt gehen, oder? Sehr schön. Gut. Haben wir das auch noch erledigt. So. Wir hatten ja noch einen Teil für unseren HK-Droiden, glaube ich. Prozessor. Erfolgt aus dem Prozess installiert. Yes. Was fehlt denn jetzt noch? Steht das gerade hier drin? Allerdings ist sie älter und rostiger als die Einheiten Blaperokus. Der Energiekern ist immer noch aufgeladen, aber wie es scheint, fehlen einige kritische Komponente. Also ein Teil fehlt mir anscheinend. Ich glaube, es fehlt mir nur noch ein Teil für den Droiden, weil der ist, glaube ich, mega cool. So. Dann würde ich sagen. Sicherheitssystem. Ja. Dass wir langsam mal Duxun verlassen. Und wo wollen wir denn als nächstes hin? Nashada? Dantooine waren wir schon. Waren wir schon auf Dantooine? Ah ja, die Kunda, genau. Also, hier haben wir. Nashada oder Korriban? Ich sag Korriban, oder?
Gehen wir auf Korriban. Okay. Wir fliegen nach Korriban auf jeden Fall. Aber ich bin jetzt schon wieder bei 20 Minuten. Das heißt, die Folge wird auch gleich wieder fertig sein. Und bevor wir losfliegen, beziehungsweise ich werde in der nächsten Folge losfliegen nach Korriban, werden wir uns nochmal kurz unterhalten. Da seid ihr ja. Ihr habt es auch gespürt, nicht wahr? Es war ein Geräusch, wie Energie. Ihr müsst eure Anwesenheit nicht mehr lange verbergen. Eure Ausbildung wird nun intensiver werden. Ihr seid bereit. Eure Ausbildung wird nun intensiver werden. Und ihr müsst noch einige tiefere Geheimnisse erlernen. Aber nur ihr kennt den Weg, den ihr wählt. Ich kann euch die Wahl nicht abnehmen. Fühlt ihr euch nur im Kampf lebendig, wenn ihr euch mit euren Gegnern messt? Das ist der Weg der Sith Marauder, die Stärke im Krieg suchen und in ihrem Zorn. Oder wollt ihr dem Weg der Dunkelheit des Schattens folgen, aus dem Nichts zuschlagen und die Schwächen anderer ausnutzen? Das ist der Weg der Sith Assassins. Oder vielleicht liegt eure Zukunft bei den Sith und dem Herz ihrer Dunkelheit und ihr wollt erkennen, was Stärke ist und diese Stärke euren Anhängern verleihen und eure Feinde mit ihr besiegen. Der Weg eines Sith-Lords. Oh, Leute, was soll ich machen? Ich nehme, glaube ich, Sith Marauder. Ja, ich glaube, die sind am coolsten. Es bedarf keiner großen Prüfung, um zu werden, was ihr sein möchtet. Es ist allein eure Entscheidung, den richtigen Weg zu wählen. Von jetzt an bestimmt ihr euer eigenes Schicksal. Aber um eure Reise fortsetzen zu können, müsst ihr euch eurer Vergangenheit stellen und sie ruhen lassen. Du bist in einer Prestigeklasse aufgestiegen und hast den ersten Schritt in Richtung der höheren Weihe der Macht getan. Sehr interessant. Oh, hier. Jedi Hüter 17, Sith Marauder 0. Levelaufstieg. Fähigkeiten. Ha. Perfekt, Leute. Den Punkt heben wir uns mal auf. Oh, hier. Waffenfokus Lichtschwert. Kann ich auch gucken, was mir das bringt? Nee. Habe ich das jetzt einfach erlernt oder ist das hier einfach jetzt dazugekommen oder wie? Was ist das hier eigentlich? Doppelschlag. Ein Charakter, oder ist ein Gegner, ein Teamwork. Der bereits von einem anderen Gegner... Nee, ja. Kampf mit zwei Waffen, das haben wir ja. Ah, die haben wir neu, die Fähigkeit. Kämpfst du mit einer Doppelklinge oder mit zwei Waffen gleichzeitig, eine pro Hand, senkt dieses Talent den Angriffsmodus auf minus 1. Hauptarm minus 2, Nebenhandpunkte. Für den Charakter in der Nebenhand eines... Das ist gut eigentlich. Oh, was ist das hier? Waffenkenntnis, Lichtschwert. Charakter mit diesem Talent haben eine Grundausbildung für das Lichtschwert absolviert. Ah, plus 2 Bonus auf alle Angriffe mit Lichtschwertern. Ja, machen wir sonst erstmal das hier, oder? Ja, komm. Kräfte. Zorn. Auf diesem Level bekommst du die folgende Kraft, Zorn. Wo ist denn das? Ah, die habe ich, glaube ich, einfach schon. Gut. Oh, Leute, Machtsturm. Gerade mal lernen. Sehr schön. Ey, Leute, sehr, sehr cool. Okay. Sehr, sehr gut. Oh, was ist denn das? Oh, da kann ich mich umgucken. Voll cool. Okay. Sehr, sehr gut. Ah, hier Zorn. Boah, ich glaube, der macht irgendwie... Keine Ahnung, was der macht. Keine Ahnung, was das bringt. Aber sieht cool aus. Ich glaube, da bin ich ganz schön stark, wenn ich das mache. Ich gehe einfach mal davon aus. So. Dann würde ich sagen, Leute... Haben wir da einiges geschafft, wie immer. Und ja, dann würde ich an dieser Stelle den Part beenden. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und ihr schaltet auch zum nächsten Teil wieder ein. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Korriban. Und bis dahin, Leute, haltet die Ohren steif. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao.